Merkst du mal so langsam, dass aus deinem Mund nur Scheiße rauskommen kann? Wanderhure? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist kein Stück anders. Was willst du von mir? 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 Du bist so asozial, ja, weißt du das eigentlich? Was willst du von mir? Ja, nichts mehr. Mich schon nicht von der, ja, ja, dann schreib mich nicht so an, Mann. Red mit mir ordentlich. Er konnte einfach nicht reden, nachdem die Anna ihn mit seinen Worten konfrontiert hat. Nee, mit ja. einem, der eine Frau als Hure bezeichnet. Mit dem muss hier niemand mehr vernünftig reden. Ich lasse mich hier nicht so grundlos, respektlos beleidigen. Nee, also da will ich nichts mit zu tun haben. Sorry, aber ich bin mitleidenswert. Ja, absolut. Wenn du deinen Mund so weit aufmachst, steh doch zu dem, was du sagst. Wir sagen auf Italienisch, se l'è cercata. Also, der hat's gewollt. Auf Deutsch sag ich, hier, kannst du mich kreuzweise. Oder so. Scheiße gebaut, Mund abwischen, geht sowieso weiter und ja. Boah, nee. Und Anna, was soll man sagen? Ich bin einfach nur froh, dass wir die ganze Zeit über cool geblieben sind. Miteinander. Ach, was die da immer auftischt, ey, die so dumm. Es ist ein bisschen blöd, weil ich stehe zwischen zwei Stühlen. Zum einen mag ich den Micha von Tag 1 an. Ja, aber Dicker muss schon ein bisschen was dran machen an der Ausdrucksweise. Mittlerweile driftet er aber leider ein bisschen ab. Ich mag dich mega als Typ, aber du machst dir halt keinen Gefallen damit. Ich habe ihn nicht so kennengelernt. Find's ein bisschen schade, dass er so abdriftet. Vor allem, er sagt ja im selben Atemzug, dass er nichts anderes macht. Er will hier auch jeden kennenlernen und keine Ahnung. Yeah. Das macht einfach keinen Sinn. Ich mach dasselbe wie er, aber ich bin billig, weil ich eine Frau bin. Aber wenn das hier irgendein Mann macht, dann ist das völlig okay. Der will Feuer legen. Das haben die alle nicht verdient, Dicke. Alles korrekte Mädchen. Natürlich, was soll ich sagen? Ist nicht mehr rückgängig zu machen, ne? Ja, du, also man fühlt sich jetzt nicht wie der King Louis da irgendwie, ne? Wenn von allen Seiten so ein bisschen geschossen wird oder man jetzt der Buhmann ist, so. Es fuckt mich einfach ab. Micha guckt in diesen Umkleideraum rein. Das wäre der allerspäteste Zeitpunkt eigentlich gewesen, zu sagen, hey, lass mich dich kurz erklären. Oh, Digga, das schickt doch alles meinen Kopf, Alter. Also, Eitel hätte ich mir wirklich niemals so vorgestellt, aber das ist schon richtig wild. Und nochmal, jeden Tag irgendwie ein neues Bauchgefühl und ey, das ist krass. Und das Ding ist, dass es immer mehr Leute beschäftigt, als wirklich dabei sind. So, weißt du, was ich meine? Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus, hoffentlich. Nicht mal der Max chillt noch mit Micha. Ja, kann man so nicht sagen, Dicke. Aber ich mag halt die Aussage nicht von ihm. Die Aussage war ekelhaft. Hat er sich mal entschuldigt? Nein, das wird er auch, glaube ich, nicht machen, weil er hat sich entschuldigt. Ich glaube schon, dass er das macht. Entschuldigung sagen können die meisten Leute nicht. Chance verbockt. Aber was soll ich jetzt machen? Das Trübsalblasen ist nicht. Boah, soll ich echt bei euch bin? Ja klar, warum denn nicht? Außerdem würde ich später noch ganz gern duschen gehen wollen. Können wir ja machen. Ach, können wir ja machen? Ja. Gerne. Ja, wo willst du liegen? Ganz rechts oder ganz links? Keine Ahnung. Wer schläft da? Dein Ernst. Wer schläft da? Wer schläft da? Ja, Max. Aber nee, wer schläft in der Mitte? Niemand. Na also, warum liegen hier dann drei Bettwäschen? Ich mach dir was viel Besseres klar. Komm mal mit. Geh doch in dein anderes Zimmer einfach. Alter, was ist denn dein scheiß Problem jetzt? Warum bist du so? Wenn du noch pennen willst, dann geh doch in dein anderes Zimmer, Mann. Ja, aber warum? Ja, da wo? Kannst du nicht normal mit mir reden? Und da sind halt die Sicherungen ein bisschen durchgebrannt. Ich will so nicht mit mir reden lassen. Du bist der Geringste. Der jetzt hier eine scheiß Laune verbreiten soll, ja? Ey, du kannst mit mir morgen reden, da rede ich auch mit dir, sonst wäre ich schon auf dich zugekommen. Ich rede wenigstens mit dir Klarheit.
Ehrlichkeit. Du redest hinter meinem Ehrlichkeit, Rücken. Ehrlichkeit, Recht und Freiheit, hau ab jetzt, bitte. Du bist eine Lachfigur für jeden. Ja, ja, ja. Du sagst zu Anna Wanderhure, was denkst du, wer du bist? Du erbärmliches Stück Scheiße. Du nennst Anna. Du nennst Anna eine. Was bist du für Du nennst mich Assifratze? Ja, dein Ernst? Ja, wenn du so mit mir redest. Ich denke mir auch manchmal, der Typ, der hat sie nicht mehr alle. Also, weißt du, was mit dem. Geht's noch, Alter? So, weißt du? Was ist sein Problem? Zieh doch jetzt einfach Leine, Mann. Wenn du woanders pennen willst, dann penn woanders. Aber fuck mich nicht noch hier ab jetzt. Du dreckiges Stück Dreck, Alter, ehrlich. Erbärmlich. Unglaublich. Richtig erbärmlich. Chill mal dein F***. Ach, halt die Fresse. Boah. Das ist wieder ein Drama, ey. Der Michael hat Scheiße gebaut. Damit muss er leben jetzt. Und muss halt ausbaden, die Situation, ne?